Hallo meine Lieben, ich grüße euch auf meinem Kanal Rischkas Welt. Abonniert meinen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen, denn hier findet ihr immer wieder neue, ganz tolle Ideen. In diesem Video lernen wir, wie man so einen ganz einfachen, aber zugleich sehr eleganten Pullover häkelt. Für diese Arbeit habe ich 670 Gramm Wolle verwendet. Die Angaben zu Maßen, also der Ausschnitt, habe ich gemessen, eine Seite 12 cm, ne, also von hier bis Schulter, natürlich auch 12 cm für Rückenteil. Also die Breite hier, also Gesamtbreite habe ich eine Seite 47 cm, das ist jetzt in ruhigem Zustand, das ist super elastisch. Ich habe für Größe 38-40 gehäkelt. Gesamtlänge bis zur Spitze hier unten, ne, an der Hüfte. Und dann von dem Ausschnitt hier oben 67 cm. Ärmel. Ich habe 3/4 Ärmel gehäkelt. Hier habe ich 35 cm gemessen. Es ist ein bisschen, also ich würde sagen 7 cm tiefer wie der Ellbogen. So, ich wollte nochmal die Angaben zu den Rippchenzahl geben, so dass das vielleicht als Anhaltspunkt euch nützlich wird. Ich habe von dem ersten Rippchen nach diesem Blümchen, ne, sozusagen gezählt, also gesamt für Ärmel habe ich 27 Rippchen gehäkelt, ne, also mal 2 sind das dann 54 Reihen, ne, ungefähr. Wie gesagt, also die Maßen werden bei euch bestimmt auch anders sein. Irgendeiner möchte längere Ärmel oder lange Ärmel haben, der andere möchte noch kürzer haben. Wir häkeln den Pullover aus 2 Teilen. Und zwar anfangen werden wir mit dem Bündchen an Ärmel. Ja, und dann häkeln wir bis zu Ausschnitt. Und hier, wo ich die Zunahmen an der Seite gemacht habe, bis zu Mitte, bis zu dieser Spitze, hier habe ich jeweils immer für Rücken und Vorderteil, das sieht ihr auch im Video, 22 Rippchen gehäkelt. Und dann eben andere Seite geht genauso, ist absolut symmetrisch, identisch. Und dann wieder auch andere Ärmel. Ich habe meine Pullover mit verschiedenen Streifen, ne, an jeder Seite. Hier habe ich 6 Reihen in Anthrazit Silber oder Grausilber gehäkelt und auf andere Seite eben 3 Streifen, jeder aus 3 Reihen besteht. So. Ich denke mal, das war's dann. Ne, also Riebchen. Ach ja, hier von Ärmel. Ne, also das ist Unterarm bis nach unten, hier habe ich Spitze, bis nach unten habe ich 31 cm gemessen, so dass ihr auch, wie ich schon sagte, sie können natürlich auch länger machen, sie können vielleicht als Idee gar keine Spitze hier unten machen, sondern eben gerade häkeln und dann die Arbeit zusammennähen und unten noch ein Bündchen machen, dann haben Sie klassischer Pullover. Also das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Ist super einfach, ist ganz schnell zu machen. Ich habe in der Freizeit
jeden Tag ein paar Stunden in einer Woche geschafft. So würde ich das auch noch beschreiben. Für meine Arbeit habe ich gar keine Häkelschrift oder Beschreibung verwendet. Das ist absolut meine Idee und eben freihand so gehäkelt. Ich erzähle einfach nur, wie ich das gemacht habe. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und Mitmachen. Bereitet alles vor und los geht's. Für unsere Arbeit benötigen wir folgende Materialien. Das Garn, das habe ich mal bei Action gekauft. Das ist Sparkly Cake Spezial. 150 Gramm enthält 375 Meter. Das Garn besteht aus 82% Acryl und 18% Polyester. Die empfohlene Nadelstärke dabei 5 bis 5,5 mm. Ich habe zwei Farben vorbereitet, denn ich möchte diese auch irgendwann mal kombinieren. Mal gucken, was daraus wird. Dann habe ich Häkelnadel vorbereitet. Da ich sehr locker häkle, habe ich 4,5 mm genommen. Wir brauchen ein Maßband, also ein paar Maßen brauchen wir doch noch. Einen Reihenzähler habe ich auch noch besorgt. Dann brauchen wir einen Wollnadel, um Enden zu verstecken, eine Schere, um Enden abzuschneiden und auch noch ein paar Marker. Genaue Zahl kann ich nicht sagen, aber ich denke mal, jede Frau hat das auch zur Hand. Meine Arbeit beginne ich mit einer Luftmaschenkette als erstes. Mache ich die erste Schlaufe und dann häkeln wir 10 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und noch eine Wendeluftmasche. Also eine Masche habe ich jetzt auf der Nadel, zweite lassen wir frei, in die dritte sozusagen Masche von der Nadel häkeln wir eine Kettmasche. Und so ins hintere Maschenglied einstechen und 10 Kettmaschen häkeln bis Ende dieser Reihe. 3, 4, und 10. So, die erste Reihe habe ich fertig, die habe ich auch schon hier vermerkt. Jetzt machen wir die zweite Reihe, eine Wendeluftmasche, Arbeit wenden. Also hier ist sehr wichtig, damit wir ganz, ganz schönen Rand bekommen, immer in einer Richtung wenden. Und dann häkeln wir ins hintere Maschenglied wieder ganze Reihe mit Kettmaschen. 1, 2 Die neunte Masche geht ganz einfach. Die ist gut sichtbar. Aber die zehnte, die versteckt sich ganz schön. Deshalb empfehle ich zumindest am Anfang die Maschen ordentlich nachzuzählen, damit sie einen Rechteck bekommen und kein Trapez. Ne? So, das war die Reihe Nummer 2. Und so machen wir, zumindest ich habe gemacht,
60 Reihen. Wenn Sie Vollärmel machen, dann messen Sie bitte Ihr Handgelenk hier. Also wir häkeln unser Bündchen dann eben, ne, so in die Richtung oder andere. Zumindest, dass Sie ganz locker hier am Handgelenk haben, dass die Hand auch ganz gut durchpasst. Wenn Sie wie ich drei Viertel Arm machen, dann eben unter Ellbogen messen und eben nach diesem Maß das Bündchen häkeln. Bei mir sind das 60 Reihen, die ich jetzt mache. Also noch eine Reihe zeige ich euch und dann machen wir jeder für sich. Die erste Wendeluftmarsch oder eine Wendeluftmasche habe ich auch schon gemacht. Und das geht genauso ins hintere Maschenglied immer 10 Kettmaschen häkeln. 3. Wie ich schon sagte, 9. Masche geht ganz einfach und die 10. ist da hinten, also ich helfe mir immer mit Häkelnadel und hole die Masche nach oben, ne? So. Also meine Lieben, 60 Reihen habe ich jetzt fertig. Wenn ich diese Riebchen nachzähle, dann sind das 30 bei mir. Sie müssen bitte dran denken, wenn Ihre Maßen anders sind, weniger oder mehr, ne, dann kann sein, dass Sie mehr oder weniger Reihen häkeln müssen. Andererseits, wenn das Garn zum Beispiel feiner ist, wie bei mir, oder sogar dicker. Ne, also dann sind das wiederhin weniger oder mehr Reihen. Also jetzt machen wir, ich habe meine Arbeit beendet. Sehen Sie, so quer gegenüber der Anfang. Hier ist der Anfangsfaden und hier ist mein Nadel. Dann mache ich 2 Luftmaschen und jetzt mache ich die Halbstäbchen in jede Riebchen rein. Ja, alles, was dazwischen ist, lassen wir frei. Also, in erste Riebchen Halbstäbchen, zweite. Und dann dritte. Und jetzt machen wir 4 Luftmaschen, 3, 4 und ein Picot daraus. Das geht dann so. Wir stechen in diese Quermaschen. Ein, holen unser Arbeitsfaden und machen eine Kettmasche daran. Ja, also wir müssen so einen kleinen Ring bekommen. Dann gehen wir weiter. Hier habe ich schon halbe Stäbchen, dann gehe ich weiter in nächste Riebchen. Also mache 1, 2, 3. Und beim 5. Mal Halbstäbchen häkeln und wieder ein Picot. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und mit einer Kettmasche befestigen.
weiter machen wir genauso 5 Halbstäbchen häkeln, jeweils in die Riebchen rein, also 1, 2, 3, 4, 4, 5 und dann wieder Picot. Bei feinerem Garn brauchen Sie keine 4, sondern machen Sie einfach nur 3 Luftmaschen. Wir müssen dann eben in die Mitte, in der nächsten Reihe, viele Stäbchen reinhäkeln. Bei feinerem Garn ist es nicht nötig, so viele Luftmaschen zu häkeln. Und so weiter. Und am Ende mache ich zwei. Warum ich das so gemacht habe: wenn wir das also später zusammennähen, dann müssen wir also ungefähr gleicher Abstand zwischen unsere Picot haben, ne? Und so ist das ordentlich verteilt. So, jetzt machen wir die nächste Reihe. Ich mache eine Wendeluftmasche, wende meine Arbeit, und hier häkle ich erstmal einfach die feste Maschen. 1, 2, jetzt komme ich zu dem ersten Picot. Hier ist die Mitte davon. Und da häkle ich 7 Halbstäbchen rein. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Dann gehe ich weiter und in jeder Masche da vor Reihe häkle ich eine feste Masche und dazwischen, da wo wir Picot hatten, 7 Halbstäbchen. So, jetzt habe ich 2, 4, 5, 5 feste Maschen, 7 Halbstäbchen. Und das machen wir bis Ende dieser Reihe. Machen Sie das bitte selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, die zweite Reihe habe ich jetzt fertig. 2, 4, 6 solche Erweiterungen habe ich gemacht und insgesamt auch die Maschen nachgezählt rundum. Mit der Anfang- oder Wendeluftmasche am Anfang sind das 73 Maschen geworden. Die dritte und alle folgenden Reihen werden dann eben so gehäkelt. Eine Wende Luftmasche, Arbeit wenden, am besten wieder hin die Richtung Wenderichtung sich merken. Ins hintere Maschenglied häkeln wir einfach die feste Maschen. In jede Masche der Vorreihe. Also zwei nächste Reihen unverändert und in der dritte
mache ich Zunahmen. Einfach eben in jede Masche, vorher ins hintere Maschenglied, sehr wichtig, und eben diesmal einfach feste Maschen. So wird das Ganze aussehen. Die nächste zwei Reihen macht bitte selbstständig, oder? Ne, ich zeige euch jetzt am Ende, wie ich das mache, und ja, dann sehen wir uns am Ende dieser Reihe. So sieht das Ganze aus, und wie versprochen, jetzt habe ich 7 Halbstäbchen fertig gekriegt. 2 Maschen aus der Vorreihe sowieso. Und damit wir hier kein Loch haben, wir hatten hier eine Wendeluftmasche, und da häkle ich noch eine feste Masche. Also das muss auch ein bisschen drücken, damit das muss symmetrisch aussehen. Nächste Reihe machen wir nochmal, wie ich schon sagte, unverändert eine Wendeluftmasche und wieder feste Maschen ins hintere Maschenglied bei jeder Masche davor. Also 2 Reihen haben wir jetzt fertig. In der dritten Reihe Hauptmuster, ne, würde ich das so bezeichnen. Da mache ich eine Wendeluftmasche, wende meine Arbeit, und in die nächste Masche, ins hintere Maschenglied, häkle ich eine feste Masche. In die nächste Masche mache ich erste Zunahme. 1, 2. 2 feste Maschen in eine Masche davor. Weiter unverändert, und am Ende mache ich das immer, also hier werde ich letztes Mal einstechen, feste Masche häkeln, eine Masche davor. Da mache ich nochmal Zunahme. Ich denke mal, das ist überhaupt nicht schwer. Wir machen wirklich nur immer hin und her feste Maschen ins hintere Maschenglied. Ich habe 4-mal jede dritte Reihe. Das heißt, in dieser Reihe habe ich jetzt Zunahme gemacht. Nächste 2 häkle ich unverändert hin und zurück. Und beim dritten Mal häkle ich wieder so eine Zunahme. Genauso wie hier. Und das habe ich 4-mal gemacht. Dann habe ich mehr Reihen, aber dann zeige ich auch weiter, mehr Reihen dazwischen gelassen. Ja, also so sieht jetzt der Ärmel am Anfang aus. Wie gesagt, ist gut identisch. Sieht gut aus. Ich zeige euch nochmal. Ich habe ein Ärmel schon mal fertig. Das sieht dann so aus. Das ist die rechte Seite und das ist die linke. Also, damit wir diese Wölbung hier, auf jeden Fall, für mich war das sehr wichtig, dass meine Ärmel breit genug sind. Deshalb am Anfang habe ich jede dritte Reihe, hier habe ich sogar Marker eingesetzt, hier angefangen, und da habe ich beendet. Weiter habe ich jede fünfte Reihe Zunahmen gemacht. Also ab dieser Stelle dann eben 4 Reihen gehäkelt und in der fünfte Zunahme. 4 Reihen in der fünfte Zunahme gemacht.
So, meine Lieben, jetzt habe ich 4 Zunahmen gemacht. Dazwischen, also ich habe extra Marker nochmal eingesetzt, ne? Dazwischen habe ich 4 vollständige Riebchen. Einer ist noch nicht fertig, aber hier habe ich in dieser letzten Zunahme gemacht. Und jetzt mache ich dasselbe, nur eben nach dieser letzten Zunahme häkle ich diesmal 4 rein unverändert. In der 5. mache ich Zunahme, dann weiter 4 rein unverändert. In der 5. mache ich die Zunahmen an beide Seiten wieder. Also hier häkle, ja, hier wird eine feste Masche gehäkelt und in die nächste Masche davor machen wir 2 feste Maschen ins hintere Maschenglied und auch am Ende in die vorletzte Masche hier machen wir 2 feste Maschen und am Ende einzelne. Es ist nicht schwer, nur eben das dauert. Also die Länge können Sie auch selbst bestimmen, die Länge von den Ärmeln. Wie viele Riebchen ich letztendlich gehäkelt habe, werde ich euch gleich, nachdem ich das fertig habe, sagen. So, meine Lieben, jetzt habe ich meinen Ärmel fertig. Angefangen haben wir mit, auf jeden Fall, ich habe angefangen mit 73 Maschen, ne, also komplett hier. Am Ende, letztendlich, habe ich 99 Maschen nachgezählt. Insgesamt habe ich 26 Zunahmen gemacht. 13 an einer Seite und 13 an andere. Ich habe die Riebchen auch so nachgezählt. Insgesamt habe ich jetzt im Moment 27, so dass das auch bekannt ist. Und jetzt machen wir weiter. Also bevor wir weitermachen, möchte ich euch zeigen, wie ich so eine einfache Rechnung dafür gemacht habe. Also ich habe keine Maschenprobe gemacht, aber hier ist super gut sichtbar. Ich habe einfach mal 10 cm abgemessen und die Maschen nachgezählt. Ich habe in 18 Maschen oder 18 Maschen in 10 cm gehabt. Die Länge, die ich plane zu machen, insgesamt 60 cm. Aber ich habe hier schon mal so 26 cm gehäkelt. Deshalb muss ich hier nur noch 34 noch mal ausrechnen. Und ich bin auf 61,2 Maschen gekommen. Ich runde das Ganze ab. Ungefähr, also circa 60 Maschen mache ich noch. Oder circa nicht. Also ich runde das einfach auf 60 Maschen ab. Und das machen wir jetzt. So, an der Stelle, wo ich meine Arbeit beendet habe, mache ich einfach nur eine Luftmaschenkette, die aus 60 Maschen besteht. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. So, 60 Luftmaschen habe ich fertig. Mache noch eine Wendeluftmasche in die 3. Masche von der Nadel. Häkle ich wieder einfach nur in jeder Masche mache ich die feste Maschen. Wenn ich das hier fertig habe, dann häkle ich auch die Reihe weiter.
feste Maschen ins hintere Maschenglied bis zur nächsten Seite. Und da mache ich wieder eine Luftmaschenkette, die aus 60 Luftmaschen besteht. Also an beiden Seiten habe ich jetzt 60 Luftmaschen gemacht, also diese lange Kette. Und hier wieder genauso angefangen wie auf anderer Seite. Dann habe ich Ärmel auch noch mal weiter gehäkelt. Und jetzt komme ich wieder zurück zu der nächsten Seite. Wir häkeln einfach nur ins hintere Maschenglied in Hin- und Rückreihen. Genau so, wie wir Ärmel gemacht haben. So, jetzt häkle ich noch diese Reihe zu Ende. Dann wende ich meine Arbeit und ja, und dann mache ich noch eine Reihe und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Denn ich möchte hier auch mit Zunahmen beginnen. Bis gleich nochmal. Also, jetzt habe ich auf einer Seite sozusagen drei Reihen fertig. Ne? Hier habe ich angefangen, dann eben ein Riebchen gehäkelt, also eine Seite ist eine Reihe und dann die nächste. Auf andere Seite habe ich ein vollständiges Riebchen, also zwei Reihen. Und das ist egal in diesem Sinne. Jetzt fange ich an. So, eine Wendeluftmasche, ich wende meine Arbeit. Und so wie am Ärmel, also erste Masche häkle ich unverändert und in die zweite Masche davor mache ich zwei feste Maschen ins hintere Maschenglied. Und dann einfach in Hin- und Rückreihen weiter. Das mache ich jede zweite Reihe. Das heißt, wenn ich am anderen Ende angekommen bin, eine Masche vor Ende, ne, mache ich ins hintere Maschenglied wieder zwei feste Maschen und eben die letzte feste Masche häkeln. Nächste Reihe häkle ich unverändert, ne, also alle Maschen, und übernächste mache ich wieder Zunahme am Anfang und am Ende der Reihe. Noch eine weitere Reihe, wieder unverändert. Wie gesagt, jede zweite Reihe mache ich bis zu Ende praktisch immer eine Masche auf jeder Seite Zunahme. So. Und dann zeige ich euch, wie ich praktisch meine Arbeit zusammennähe. Also eine Seite habe ich schon mal komplett fertig. Dann sieht es so aus. Ist groß. Wie gesagt, hier habe ich... Ich habe meine Arbeit ein bisschen mit Grau-Silber-Farbe verziert. Also, wenn sie, so sieht man das vielleicht besser. Ne, also, wie gesagt, jede zweite Reihe habe ich Zunahmen gemacht. Der Rand sieht eigentlich ordentlich aus. Ich werde das nicht nochmal umhäkeln, wenn ich die zweite Seite fertig habe. Ja, das hier ist mein Ärmel. Sieht man auch hier. Dann vernähe ich natürlich auch Seiten und Vorder- und Rückenteil.
Aber dann zeige ich auch, wie ich das mache. So, meine Lieben, jetzt habe ich beide Teile fertig gehäkelt. Hier sieht man, na, also das ist der Rand unten, die Ärmel. Und jetzt müssen wir das Ganze vernähen. Ich fange mit Ärmel an und dann zeige ich euch auch, wie ich die Mitte zusammennähe. Bevor wir die Seiten zusammennähen, müssen wir natürlich uns entscheiden, also welche Seite linke Seite ist und welche die rechte. Bei mir, zumindest ich habe mich so entschieden, dass das hier linke Seite ist. Diese Ärmel habe ich auch schon fertig zusammengenäht. So sieht bei mir die rechte Seite aus, ne? Also das unterscheidet sich nur praktisch in der ersten Reihe, die wir damals auch nach Bündchen gehäkelt haben. Ne? Also das sieht für mich ordentlicher aus, deshalb wähle ich die Seite für rechte aus. Und somit können wir dann weitermachen. Als erstes mache ich erste Schlinge. So. Hier war der Anfang. Ich versuche eben von dieser Seite, also ich gehe ins beide Maschenglieder rein. Und dann in die erste Masche ziehe meine Schlinge dadurch und mache die erste Wendeluftmasche. Dann lasse ich beide Enden eben frei. Ich werde die später verstecken, wende meine Arbeit und mache weiter mit Kettmaschen. Auf einer Seite praktisch da rein einstechen, wo es noch was von der ersten Luft- oder von der Luftmaschenkette übrig geblieben ist, also die andere Seite sozusagen. Auf andere Seite werde ich beide Maschenglieder ins Arbeit ziehen und eben mit Kettmaschen so. Ach, übrigens, ich habe kleinere Häkelnadel genommen, also 3,0 in diesem Fall, damit ich auch in jede Masche reinkomme, weil mit 4,5, womit ich gehäkelt habe, ist einfach zu dick dafür. Und dann einfach nur Masche in Masche, also hier nur ein Maschenglied und auf andere Seite beide. Das ist jetzt der Anfang, damit unser Bündchen auch ganz schön aussieht. So, dann noch ein paar. So, jetzt habe ich mein Bündchen fertig vernäht. Ich zeige euch, wie das, ja, also das ist jetzt die linke Seite. Also ein bisschen dicker, wie wir sonst gemacht haben, aber ich denke mal, in diesem Sinne macht das nichts aus. So sieht das auf der rechten Seite, ist absolut unsichtbar. Und dann machen wir weiter, hier einfach nur, nicht so ganz dicht, aber genau so Masche in Masche einstechen und eben mit Kettmaschen
weiter vernähen. Ist eigentlich sehr bequem. Sieht so aus. Und dann machen wir das Ganze bis zu Ende, bis wir unten angekommen sind. Machen Sie das bitte selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, meine Lieben, auf einer Seite habe ich schon mal die Mitte zusammen gehäkelt. Also sieht die linke Seite aus. Und das ist jetzt die rechte Seite. Sieht auch ganz toll aus. Und so habe ich das gemacht. Auf der linken Seite legen wir beide Teile, also diese Mitte zusammen. Machen unsere erste Schlaufe. So, dann gehen wir ins beide Maschenglieder, wir nehmen beide Seiten zusammen, ziehen unsere Schlaufe dadurch, machen die erste Wendeluftmasche oder Luftmasche und dann eben Masche für Masche, beide Maschenglieder mit Kettmaschen. Die Seiten zusammenhäkeln. So ganz einfach. Die Maschen sind super gut sichtbar. Und das machen Sie. Also hier zum Beispiel habe ich einen Marker eingesetzt. Ich habe da einfach mal das Teil angezogen und dann eben geguckt, also wie weit ich den Ausschnitt haben möchte. Ich versuche jetzt zu zeigen, dass wir dann eben nicht sehr weiter Ausschnitt sein. Das ist jetzt, sagen wir mal, Rücken und Vorderteil. So eins. Machen Sie bitte genauso und dann kann nicht schief laufen. So, dann können Sie auch das Teil zu Ende häkeln. Ich zeige euch gleich, wie das Ganze aussieht. Ich muss auch noch einige Enden verstecken. So, meine Lieben, das ist jetzt Endergebnis. Also der Ausschnitt habe ich gemessen. 12 cm für Vorder- und eben 12 cm für Rückenteil, insgesamt 24 cm habe ich die Lücke freigelassen, nicht zusammengehäkelt. Ansonsten ist meine Arbeit fertig. Ich habe jetzt auch die Enden versteckt, sieht man gar nichts mehr. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt bitte gesund und bis zum nächsten Mal.